Karneval. Doch dieses Jahr ist alles anders. Keine Kamelle, kein Südstadtzug, keine Vorstellungen. Naja. Aber wenigstens kann ich immer richtig, richtig sauber machen. Gibt's doch nicht. Hey, was liegt denn da? Wie kommt das denn hier hin? Kölsches Grundgesetz. Eine Art Überlebensstrategie. Paragraph 1. Hey! Seid ihr denn noch gar nicht verkleidet? Wir feiern noch heute Karneval! Olaf! Mir Pilz wäre fast gelaufen, von früh bis spät am Ort. Mama und Pop sind noch dabei und singen Lieder allerlei. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. De Pop kütt mit de Trun und mit Eck, mir lache und tanze all wie Eck. Mein Kostüm ist wirklich super schick, ja, das ist de schönste Zick. Mir Pins viere fast geloven, von früh bis spät am Abend. Mama und Pop sind noch dabei und singen Lieder allerlei. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. De Oma hätt jetzt auch Zoom im Hus, so dat se nit allein viere muss. So süd uns glich beim edste Klick, ja, dat is de schönste Zick. Mir Pins viere fast de Lovend, von früh bis spät am Abend. Mam und Pop sind noch dabei und singen Lieder allerlei. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. Hey, is it wirklich super wärm? Ich han mein Gläfer millig im Ärm. De lecker Kamelle sind auch nit weg. Ja, dat is de schönste Zick. Mir Pins viere fast de Loven, von früh bis spät am Abend. Mam und Pap sind noch dabei und singen Lieder allerlei. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. Und jetzt singen wir noch ins All zusammen. Mir Pins viere fast geloven, von früh bis spät am Abend. Mama und Pap sind noch dabei und singen Lieder allerlei. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. Ne, wir machen keine Stuss, ma viere he zu Bus. Ihr habt recht, ihr Lieben. It is, wie it is. Achso, es geht weiter mit Paragraph 2. Wie war es in Köln doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Dann, mitten in der Nacht, kaum hätte man's gedacht, kamen die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und kaum war der Faulpelz dann erwacht, oh, war sein gesamtes Tagwerk bereits gemacht. Ach, war das damals schön! Doch ich muss euch was sagen. Denn aus den Kölner Heinzelmännchen wurden richtige Einzelmännchen. Ja, und so ein Einzelmännchen bin ich auch. Bekomme langsam schon einen dicken Bauch. Ja, komm kaum noch raus. Bin immer hier zu Haus. Aber ich freue mich schon ganz bald. Ob mitten in der Stadt oder draußen hier am Wald.
mit meinen Heinzelfreunden wieder fleißig zu sein. Bis dahin erzähle ich mir noch den ein oder anderen lustigen Reim. Ja, und anstatt mich einfach hinzulegen und zu pennen, erzähle ich mir ein paar Witze, die wir alle selber noch nicht kennen. Hä? Oh, das müsst ihr auch mal machen. Und versucht doch gleich, mal nicht zu lachen. Hm? Na gut, auf los geht's los. Auf geht's, los geht's, ab geht's. Es ist noch Suppe da. Wie wunderbar. Ich zähle jetzt bis drei. Dann gibt's einen Knall. Dann ist hier aber Karneval. Eins, zwei und drei. Zwei Zahnstocher gehen im Wald spazieren. Kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen Zahnstocher: Ey, Frau Bipsch doch mal, ich wüsste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Wie nennt man einen Bären, der laut Kugel schreit? Kugelschreibär! Treffen sich zwei Rühreier. Sagt das eine Rührei zum anderen: Irgendwie fühle ich mich so durcheinander. Was freut sich und stinkt? Na, das Geburtstagskind! Am Abend ruft die Holzwurmmutter ihren Kindern zu: Loredana, Calenta, Stracciatella, Mucki, ab ins Brettchen! Sagt der große Stift zum kleinen Stift: Wachsmalstift! Herr Kapitän, warum ist das U-Boot untergegangen? Na, es war Tag der offenen Tür. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock! Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt: Haben Sie mal geritten? Zurzeit, da laufe ich abends manchmal mit einer Schüssel Kartoffelsalat durch die Stadt, damit ich das Gefühl habe, auf einer Party eingeladen zu sein. Und ein Ratschlag noch: Wenn ihr mal richtig sauer seid, denkt immer dran, die Dinos waren Saurier. Das hat aber wirklich Spaß gemacht. Und ich wette, ihr habt auch gelacht. Ich verteile jetzt im ganzen Haus ganz wild überall Spaghetti. Ich meine natürlich buntes Konfetti. Und Tiere. Lange, aber ohne Beine, ohne Arme, ohne Hände. Die hänge ich dann an alle Ecken und an alle Wände. Keine Panik. Ich brauche keinen Kammerjäger, um die wieder einzufangen. Richtig. Die Rede ist von Luftschlangen. Oh, macht doch jetzt auch eure Bude bunt. Dekoriert euch selber. Mama, Papa, Katze, Hund. Miau. Und macht euch bitte keine Sorgen. Lebt nicht im Gestern, nicht im Morgen. Denn das Einzelmännchen, das weiß, liebe Leute, Karneval ist jetzt, hier und heute. Das Ganze noch ob Kölsch. Ich sag euch, lebe Glück, et küt wie et küt. Du hast recht, Einzelmännchen. Wir nehmen es, wie es kommt. Und wir machen das Beste draus. Thank you.
Et hätt noch immer Jod gejangen. Du hast recht. An manchen Tagen bleibt man lieber im Bett. Ach, was für ein Glück, dass ihr endlich da seid. Ach, ich bin schon ganz aus dem Knusperhäuschen. Ihr wisst ja, es ist Warnekall. Ich meine natürlich Karneval. Und ich liebe Karneval. Und ich würde mich so gerne verkleiden. Aber leider finde ich meine rote Napphase nicht. Meine Pappnase. Ja, wie? Ach, nein, ihr habt meine Pappnase gesehen? Ja, ja, also in dem Haufen habe ich ja schon gesucht, ja. Ah, ja, ach, in dem Haufen meint ihr? Wunderbar. Ja, dann schaue ich doch mal nach. Danke. Ach, ja, vielleicht. Oh. Kinder, schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Darf ich vorstellen? Gitte. Ja, Gitte und ich waren früher ein super Team. Wir sind immer beim großen Warnekalsfest im Wald aufgetreten. Das absolute Highlight. Gundi und Gitte. Was sagt ihr? Oh, ihr möchtet gerne, dass wir euch ein Ständchen bringen. Gitte, hast du gehört? Na, dann geht's jetzt los, wenn ihr so lieb fragt. Auf geht's! Die Gundi ist ganz aufgeregt, hat schon ihr Knusperhaus gefegt. Und ich frag mich die ganze Zeit, wo ist die Pappnase hin? Wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Wo ist die Pappnase hin? Wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Ich hab keine Ahnung, wo diese blöde Pappnase ist. In einer Ecke so ein Driss, lag nur das Dracula-Gebiss. Und ich frag mich die ganze Zeit, wo ist die Pappnase hin, wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Wo ist die Pappnase hin, wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? So eine List, so eine Tücke, hier liegt nur noch eine lockige Perücke. Und ich frag mich die ganze Zeit, wo ist die Pappnase hin, wo ist die Pappnase hin, wo hat die Pappnase geklaut, wo ist die Pappnase hin, wo ist die Pappnase hin, wer hat die Pappnase geklaut? Ach, ich hab ne Idee. Wir spielen jetzt dieses Spiel und ihr helft mir beim Suchen, indem ihr immer ruft, warm, da ist es kalt und da ist es heiß. Wunderbar. Mal ist es kalt, mal ist es heiß, doch Gundi findet nur anderen Scheiß. Schalalalala, 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 in der Stadt mit K. Das ist ein ganz anderes Lied. Und ich frag mich die ganze Zeit, wo ist die Pappnase hin, wo ist die Pappnase hin, wer hat die Pappnase geklaut, wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Ich glaube, ich höre jetzt mal langsam auf zu suchen. Doch wisst ihr was? Ich mag nicht mehr und zaubere mir jetzt einfach eine neue Pappnase her. Dann frag ich mich die ganze Zeit. Und jetzt alle! Wo ist die Pappnase hin? Wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Wo ist die Pappnase hin? Wo ist die Pappnase hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Ja. Danke, liebe Kinder. Ja, ist gut. Dankeschön. Ja, danke. Wisst ihr was? Das ist ja gar nicht so eine schlechte Idee. Ich zaubere mir jetzt tatsächlich einfach eine neue Pappnase her. Bin ja nicht umsonst so eine Hexe, ne?
Aber wie war denn noch der Zauberspruch? Ah, ja, genau. Ene mene, Pustekuchen, die Gundi hört jetzt auf zu suchen. Ene mene, Apfelkompott, wat fott es, es fott. Gundi? 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 Gundi, ich glaube, ich weiß, wo deine Pappnase ist. Gundi? Egal. Ich glaube, die hext sich schon eine neue. Weiter geht's mit Paragraph 5. Heute hier, morgen dort, bin nun da, muss nicht fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab's zwar nicht selbst gewählt und die Tage gezählt, oft nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu gehen und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Tag um Tag, doch es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man sich sehr vermisst, nicht nach Tagen vergisst, wenn wir alle daheim bleiben drin. All das hindert uns nicht, ich hoff, unser Gesicht bleibt dem ein oder anderen. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu gehen und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Tag um Tag, doch es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Frag mich einer, warum bleibe ich auch nicht stumm, denn die Antwort darauf ist nicht schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu gehen und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Tag um Tag, doch es ist mir längst klar, es bleibt nix, wie es war. Was kommt denn da? Nicht. Fort damit und weiter geht's. Hey,
Da muss ich ja doch nicht alleine feiern. Nee, Mareike, ich bin's, Kläuschen, das Theatermäuschen. Alarm, Kläuschen. Ja, oh, ja, Black Beauty, oh, oh. So, Black Beauty, und jetzt reite wieder auf die Sommerwiese. Maret Jod. Ja, Maret Jod. Maret Jod. Maret Jod, Liebelein, Maret Jod. Maret Jod. Maret Jod. Jod. Ja, jetzt lauf. Maret Jod. Maret Jod. Maret Jod. Ja. Maret Jod. Jod. Maret Jod. Maret Jod. Maret Jod. Maret Jod. Ja. Maret Jod. Maret Jod. Na gut, also. Maret Jod. Maret Jod. Ever. Nett zu off. Ich komm ja mit, ist ja klar. Also, los geht's. Maret Jod. Aber nicht so oft? Das verstehe ich nicht. Habt ihr das Blatt Papier vor euch liegen? Super! Dann fangen wir damit an, zuerst das Blatt der Breite nachzufalten. Dann macht ihr das Blatt wieder auf und faltet es der Länge nach. Nun macht ihr das Blatt erneut auf und faltet die Ecken nach innen. Ein bisschen wie bei einem Papierflugzeug. Das Gleiche macht ihr auch mit den anderen Ecken. Jetzt faltet ihr das Blatt der Länge nach zur Hälfte und streicht alles glatt. Das sieht ein wenig wie ein Boot aus. Nun faltet ihr das Ganze über die kurze Seite, sodass sich beide Enden überdecken und streicht es wieder glatt.
Nehmt die oben liegende der beiden Spitzen und faltet sie so, dass die Spitze nach unten zeigt. Dann dreht ihr das Papier und macht das gleiche mit der anderen Spitze. Fertig! So sieht es aus. Nehmt die beiden Spitzen am Rand in die Hand. Das Dreieck des Papiers zeigt nach vorne. Und dann schlagt ihr das Papier wie eine Peitsche ruckartig nach vorne. Wenn ihr das herausgeschnalzte Papier zurücksteckt, könnt ihr es nochmal verwenden. Je größer das Papier, desto lauter. Mach das gut! Aber nicht so oft. Jetzt habe ich's verstanden. Doppelt gemoppelt hält eben besser. Danke, ihr vier. Yo, 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 Leute! Alles fresh and attached, alles tutti frutti. Ich bin der Julian, aber ihr dürft mich ruhig Julian nennen. Ja, und ich mache so meine täglichen Sportübungen immer. Und ich habe gedacht, als Abwechslung machen wir die einfach mal ein bisschen zusammen. Ich zeige euch mal so ein paar Übungen, die ich mache. Die sind aber gar nicht mal so einfach, gar nicht so easy, no, no. Aber ich denke, das kriegt ihr hin. Seid ihr ready? Seid ihr bereit? Also fangen wir an. Achtung, ihr macht mit. Singen und Fingerübung. 1, 2, 3. Finger tanzen den Schubidua-Tanz. Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz. Die Finger tanzen den Schubidua-Tanz. Schubidubidubidua. Verbeugen sich nach allen Seiten. Höflich vor all den Leuten. Schubid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 
Wir machen eine Kinderbowle. Oh, das ist eine super Idee. Ich hab da auch schon was vorbereitet. Oh, tada! Jetzt müssen wir Saft in den Topf füllen. Jeder kann seinen Lieblingssaft nehmen. Für dich, Pauline, habe ich extra Orangensaft besorgt. Das ist ja toll. Woher wusstest du das? Tja, ich bin halt schlau. Man kann natürlich auch Apfelsaft oder Kirschsaft oder Mangosaft oder Spaghetti-Saft nehmen. Spaghetti-Saft? Aber das gibt's doch gar nicht. Gibt's ja wohl. Ist ziemlich lecker. Ich lade dich morgen mal auf ein Glas ein. Okay. Pauline, kannst du mir noch mal helfen? Wir müssten den O-Saft noch mal umdrehen. Klar. Die Erwachsenen können wahlweise für ihre Bowle natürlich auch ein Getränk mit mehr Umdrehungen nehmen. Jetzt etwas Mineralwasser mit Kohlensäure dazugeben für den Blubber. Blubber! Und jetzt geben wir noch gewürfelte Früchte in die Bowle. Ihr könnt alle Früchte nehmen, die ihr mögt. Zum Beispiel Weintrauben, Apfel, Banane und Zwiebel. Die Zwiebel? Ja, wir hatten keine Pfirsiche mehr. Ist aber lecker. Glaub mir. Ich weiß ja nicht. Zwiebeln. Haltet euch lieber ans Rezept in der Infobox. Und jetzt, trinkst du Ine mit? Ja, trink doch Ine mit. Zwiebelbowle. Prösterchen. Gluck, gluck, gluck. Lass dich kaputt, das nennt man Lockdown. Da lass dich kaputt, das ist nicht schön. Oh, Kinder, das sind wir ja. Wisst ihr was? Da wir ja nicht auf die Straße können und nicht zusammen Karneval feiern, halte ich euch jetzt eine Büttenrede, ja? Und ihr müsst immer nach jedem Witz zu Hause, macht ihr immer tötö, 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 ja? Du, du, dat. Ja, ich habe ja gehört. Also, ich erzähle euch was aus meinem Leben. Jetzt muss ich euch was von meinem Brüderchen erzählen. Das Hänschen. Also, was ich mit dem alles erlebe, könnt ihr doch wusste schon und selbst. Wir haben heute Physikunterricht. Da haben wir Sprengstoff hergestellt. Furchte Oma, und was macht ihr morgen in der Schule? Da ruppelt Hennesse. Welche Schule? Tete, tete, tete. In dem Moment, da hätte dann der Tür klingeln. Ich mache oben und rufe. Oma, da sind Leute, die sammeln Spenden für das Altersheim. Ruf mich, Oma. Dann ruft der Opa, der können sie mitnehmen. Da war der Opa immer sauer. Ich sage, Opa, warum hast du denn einmal die Oma geheiratet? Sagt der Opa zu Oma.
Siehste, noch nicht einmal das Kind versteht das. Ah, da tut ja mein Freundin. Ha, jetzt Mareike. Oh, Kinder, ich habe eine Überraschung für das Mareike. Da freue ich mich echt. Ah, meine Küche. Hallo Bärbelchen. Hallo Mareike. Oh, endlich sehe ich dich. Ja, schön dich zu sehen. Guck mal, was ich für dich habe. Was ist das denn? Das ist eine Peitsche. Oh, Bärbelchen, der ist aber schön. Ja. Dankeschön. Ja, den habe ich aber nicht selber gemacht. Viele Kinder machen sich ihren Orden ja selber. Ach, das ist auch eine tolle Idee. Ja. Wo ist der Pappnass hin? Wo ist der Pappnass hin? Wer hat die Pappnase geklaut? Ich muss auch ein bisschen arbeiten. Oh wei, was macht ihr jetzt? Warte mal, wie alt ich bin. Das ist doch ganz leicht. Ich denke, du bist so 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre. Bist du vielleicht 6 Jahre? zu Ende. Und wir hoffen schon so, so sehr, dass, wenn dieser ganze Quatsch hier irgendwann mal vorbei ist, dass wir dann wieder live für euch spielen können. Wir alle vermissen euch so sehr und wir können es kaum abwarten, bald wieder auf der Bühne vor euch zu stehen. Und bis es soweit ist, heißt es einfach durchhalten und uns unterstützen. Schaut mal in die Infobox, da findet ihr alle Informationen zu unserer Spendenkampagne. Und jetzt wollen wir noch zusammen ein Liedchen singen. Kommt mit! Wie soll das nur wieder jahren? Was blieb denn wirklich noch Sturm? Die Hütchen Jasse, die Stündche beim Klappe, ist das vorbei? Schaf ob der Eck, stand die Männer an der Tee. Die Frau Lüchse sitze, wen schlägt hier zusammen, ist das vorbei? War doch passiert, der Lene ist doch klar, das Schönste war man. Ist unser Fehler.
Gute Spille auf der Jas. Unsere Karnevalsparty. Aber nur weil wir jetzt Schluss machen, heißt das nicht, dass ihr aufhören müsst zu feiern. Also macht doch einfach weiter. Spielt Stopptanzen, esst lecker, trinkt lecker, bleibt gesund und feiert das Leben. Wir freuen uns schon so sehr, euch bald wiederzusehen. Kölle Alaaf!